Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TL2 im Ranglistenmodus. Wir gehen weiter als Burg rein. Welcome to Nova. Fürst des Todes super stark. Das wäre der Stichschaden, der noch ein bisschen reinknallen würde. Was haben wir denn? Noch einen Tank haben wir nicht. Deswegen nehme ich den noch mit. Weil ein Tank mehr ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Zack, zack. Brauche schon ein bisschen Tank Power, das steht fest. Mein Fürst des Todes ist schon super stark. So, es geht los. Bone Crusher, ein Einzelner. Mit Skin. Ja, da schaffe ich keine Schnecke. Glaube ich nicht. Nee. Schaffe ich nicht. Wir platzieren ihn schon mal für nächste Runde. Also machen wir da Upgrades. Muss ich mir also keine Sorgen machen. Okay, er hat sogar eine Katze hingestellt. Da wäre der Cent eh nichts geworden. Okay. Also Strategie sollte jedem klar sein, so ich mache die drei Tanks hin und dann Fürst des Todes Nimbus und fertig. Das ist die Strategie. Ja, komm, wir können eigentlich noch einen sechsten gehen. Zack, zwei Schnecken könnten reichen. Schauen wir mal. Hat 80 bekommen. Holy shit. Ja, die Nekomata ist noch nicht komplett aufgewertet. Aber schon stark genug. Oh nein. Oh nein, nicht meine Blume. Was für ein Glück, Mensch. Ich habe schon mir in die Hosen gekackt, dass die es nicht schafft.
Ja, doch, ich werde mal mit auf. Meine 7 Worker sind schon gut. Das nehme ich gerne mit. Windfalken. Den können wir aufwerten, das ist gut. Das ist ja schon mal mega fett. Ja, stellen wir noch einen hin. Er hat noch nicht geschickt. Will er auf die nächste Welle schicken? Sieht ganz danach aus. Oh, Katze kann sich regenerieren. Aber es hat gereicht, 3 sind durch. Jetzt schon die 120 abgekriegt. Ich werde den Send machen für das Einkommen. Ich glaube, ich werte hier einfach auf. Ich glaube, das ist so meine beste Option. Das gibt ordentlich auf die Fresse. Ich glaube nicht, dass ich das halten kann. Hm. Oh, schieß auf den anderen. Ja gut, aber es sind nur 3 durchgekommen. Wir haben den King schon ganz gut aufgewertet. Sollte für uns klar gehen. Vielleicht schicken wir auf 9. Prozent abgezogen ist schon hart. Ich sollte auf jeden Fall deinen Nimbus mal bauen. Den brauche ich für die 10. Maulwurf rein. Ja, den Bus kann ich mir noch nicht leisten.
So. Das sollte erstmal reichen. Gucken wir mal. Oh, der Bunker rechts war zu schwach. Backline sofort down. Die wird easy gekillt. Sehr schön. Da haben wir gut was rausgeholt. Der King ist noch kacke. Sehr gut, sehr gut. Aber auch 30% rausgeholt. Nimbus. Den werfen wir noch auf. Dann sind wir ganz gut dabei. Machen wir so. Wieder 200 geschickt, ey. Das ist schon hart, aber der Nimbus, der macht's. Okay, es reicht nicht. Oh, es sind nur noch die Jünger. Oh, Mini-Leben. Oh, der tut ordentlich weh. Ich glaube, wir sind gierig. Jetzt kriege ich nur 130. Die ich abrechnen kann so. Fürs Tutorial, das brauchte ich aber. Was haben wir, King maximal? Der regeneriert sich auch noch gut. Fürs Tutorial ist auch unglaublich wichtig, dass der jetzt steht. Weiß nicht, 13 macht es Sinn. Bei ihm könnte es Sinn machen. Bei ihm könnte das auf jeden Fall Sinn machen, wenn wir auf 13 gehen. Aber wir können auch sammeln bis 15. Da können wir einen Long Save machen. Und da können wir einiges rausholen. Double Drachen, jawohl. Neutral beschworen. Okay, ich schaff's nicht. Aber ich hab's zumindest runter reduziert. Er wird halten, das ist sehr gut. Hat er nichts geschickt bekommen? Doch, aber er hat alles gehalten. So, jetzt haben wir ordentlich Moneten.
den hier mal upgraden. Noch Stack reinmachen. Und dann sammeln wir auf 15. Klingt gut. Die sind auf jeden Fall ander Bild, vor allem er hier. Ja. So, maximale Kohle bekommen. Also wir können noch zwei Worker reinpushen. Und uns dann um Welle 15 kümmern. Habe ich schon, das ist schon stark. Das ist schon stark. Voreis könnte ich mit reinschicken und dann Frontline. Voreis würde sich um die Tanks kümmern, gerade die Gebieterin. Ist natürlich ein starkes Stück. Was haben wir sonst zur Auswahl? Fernkampf. Macht Stichschaden, ne? Ist also doch gar nicht so schlecht. Das sollten wir überleben. So, jetzt können wir noch den Fürsten upgraden. Gucken wir mal, was noch so rausgeht. Aber das wird was bringen. Mal Wurf. Jetzt waren die Upgrades. Auch 760. Das ist 305 drunter. Die Frontline war übel schnell da holen. Holy shit. Oh Kacke, der hält noch. Diesen dicken Cent hält er. Das ist krass. Wir wollen mal ein bisschen rollen hier. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Geschichte. Wenn die trotzdem halten, ne? Warum hat er gehalten? 4 magischen Schaden oder was? Fürsten. Healing Seepferdchen. Seeschlangen. Gebieterin mit Regulationsbaum. Vielleicht sollten wir jetzt gehen. Mit einer Dreieinigkeit.
Na, drei Einigkeiten sind immer ganz gut bedient. Der hat auch einen Crab Lord. Und einen Vorerst kriege ich auf jeden Fall noch raus. Jetzt hier ein bisschen Upgrades machen. So, das Wichtigste. Und dann mal gucken. Also ich bin ganz gut dabei, aber die überrennen mich trotzdem immer. Es hat auf die Krabbe geschossen. Okay, ich bin down. Wir sind beide raus. Ich glaube, wir sind zuerst tot. Ja. Knappe Runde. Schade. Hätten wir jetzt ein bisschen länger gehalten, dann hätten wir es geschafft. Ja gut, das war eine Weile Runde Legion. Ich muss endlich mal wieder gewinnen, ey. Hey. Kacke. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.